Ich bin halt die ganze Zeit überlegen, wenn wir die Lebensqualität machen von den Leuten, also von den auch von den Ingenieuren. Das Problem ist, wir müssen das ja eigentlich aus Manola holen. Obwohl, nee, wir haben ja Pendlerkai in der neuen Welt. Das heißt, es wäre eigentlich egal. Das heißt, wir könnten auch von einer anderen Insel, auf einer anderen Insel den Scheiß machen. Und dann hier rüber holen, weil dann verfälscht uns das den ganzen Bedarf in Manola nicht. Das heißt, man könnte sich überlegen, ob man Fußball immer macht auf einer anderen Insel in der neuen Welt hierfür. Performance kann ich noch nicht. Motorroller kann ich erst recht noch nicht. Aber ich kann ja hier auch schon die Mezcal machen. Den Mezcal. So, Shampoo kann ich noch nicht. Das brauche ich die Touristen für. Medizin kann ich noch lange nicht. Eiscreme genauso. Schokolade brauche ich hier sowieso später irgendwann automatisch. Was mir gerade einfällt, wie sieht meine Seife aus? Immer noch 3. Okay, das ist gut. Weil ich produziere 4. Weil die Ingenieure, die ich jetzt ja die ganze Zeit pumpe, wollen ja auch Seife weiterhin haben. Das heißt, ich habe 3 Bevölkerungsstufen, die Seife brauchen oder Seife benutzen aktuell. Und das ist natürlich ganz schön viel. So, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein paar Ingenieure für unser Bankhaus. Wir können Handwerker noch machen. Nee, Handwerker aufsteigen lassen. So rum. So. Die haben alle noch Strom, ne? Ja. Ich glaube, hier unten wird schon knapp. Hier ist schon keiner mehr, glaube ich. Hier weiß ich nicht. Das heißt, hier unten kann ich nicht mehr weitergehen gerade. Nee, ich will nicht alles über die Speicherstadt kaufen. Habe ich keine Lust zu. Man kann halt vieles über die Speicherstadt kaufen und auch ganz viel sicher importieren und dass du kaum noch irgendwas anbauen musst oder beziehungsweise machen musst. Großartig. Will ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Ich habe halt Bock, dass mein Hafen dann voll belebt ist, dass da voll viele Schiffe fahren und alles. Und will mir das nicht alles kaufen. Das ist so bescheuert, dass sie einfach 5 Züge hintereinander fahren. Das ist so blöd. Ein Feuer ist ausgebrochen. Was soll das? Wer hat da gekokelt? So. Ich habe keine Häuser mehr für die Ingenieure zum Aufsteigen ohne Strom. Mit Strom. Brauche ich nicht. Ich habe genug. Nice. So, Bankhaus. Le Bank aus. Ja, ich würde es vielleicht tatsächlich hier hinsetzen wollen. Ja, da habe ich mir natürlich jetzt nicht mehr so viel Platz für gelassen irgendwie. Oder eins hier oben, eins hier unten. Ja, eins vielleicht hier oder so erstmal. Das ist schon wieder nicht symmetrisch. Ich könnte kotzen. Nee, ich setze es erstmal hier hin. Machen wir mal eben so. Bauen wir ein bisschen um. Warum ist hier ein Markthaus? Für hier. Da ist aber auch eins. Weil die hier oben habe ich alle nach da oben geschoben. Das kam weg.
Okay, es gibt nur die beiden. Ja, fast. So. Nehmen wir mal eben das so weg. Hat der hier noch Strom jetzt? Ja, er ist der Einzige, der, wo es fragwürdig war. Okay. Nee, ich habe noch keine Wasserkraftwerk. Es gibt da auch nur später den Staudamm oder den Hauptbahnhof, der angeblich über Wasser das macht. Was irgendwie Quatsch ist. So. Ah, nee. So. So, und jetzt hier hinten. Quasi genau das Gleiche. So. Und so. Erstmal. So, die weg. Ja, dann habe ich aber die Mod halt nicht. Also, ich kann nichts an dem Fluss platzieren. So. 15.000, fast 16.000 im Plus. Aber es sinkt. Touristen ziehen aus, ihr Schweine. Wieso? Warum schwankt das? Wie kann das schwanken? Ich meine, dass das Restaurant von denen so weit weg ist, kann ich sogar noch verstehen von diesem Hotel, aber... Dass die Varieté-Reichweite schwankt, ist halt absolut Quatsch. So, ja, mal ist es nah dran, mal ist es weit weg. Egal. Egal. Ja, Konfitüre ist fragwürdig halt. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Als Maul. So, wir können jetzt auf jeden Fall ein paar Investoren machen. Das gibt nämlich noch mehr Geld. Die wollen Sekt. Das sperren wir erstmal, weil ich hier keinen Sekt produziere aktuell. Phonographen. Die U-Bahn. Ich will irgendwann wissen, was die U-Bahn ist. Ey. Da bin ich echt gespannt drauf. Da bin ich echt gespannt drauf. Dann haben wir hier auch noch eine Insel. Okay. So, bei 750 haben wir Zigarren und danach Schokolade. Okay, Zigarren müssen wir ja auch herholen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall um die neue Welt mal kümmern, um da ganz viel Sachen dann herzuholen. Also höherwertige Qualitätssachen. Post können wir mal freigeben natürlich. So, hier haben wir Parfum, können wir noch nicht. Ventilatoren können wir noch nicht. Filmrolle können wir auch noch nicht. Teppiche müssten wir halt herbringen, wenn dann. Bärenfell. Felle selber können wir natürlich machen. Hauptsache, die bringen dann nur 3 Münzen. Mensch. Bärenfell kann ich noch nicht. Ich bin noch gar nicht in der Arktis.
Wandteppiche. So, Clubhaus ist später auch noch easy. Zigarren sind auch noch relativ einfach tatsächlich. Schokolade. Schokolade ist dann gut, dann können wir ein bisschen mehr davon produzieren und können das auch für die Ingenieure halt freigeben. Ja, und bis wir die Dampfwagen brauchen, das dauert eh noch lange. Der dauert noch. Fälle könnte man tatsächlich auch schon mal. Ich finde hier halt die Lebensqualitäten, bis auf das hier unten halt, die hier finde ich alle relativ simpel dafür, dass das die höchste Stufe ist der Bevölkerung sozusagen. Das ist schon krass. Also schon krass, dass das so, ich will nicht sagen minderwertig ist, aber jetzt nicht die mega krass hochwertigen Sachen. Ach ja. Jo. Du bist ja hier und musst abladen. Stimmt. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem mache, Schiff. Das heißt, du bleibst erstmal da stehen. So. Wir könnten nochmal gucken, was die P-Rodin so macht. Hallo, kann ich dir was geben? Nice, gib mir mal eine Aufgabe. Na, Schwein. Gib es einfach her. Ja, schön. Steck dir deine Ach, du Schwein. Echt. So, wir fahren mit dir mal dahin und gucken mal, ob der Dude wieder mal ein paar coole Leute hat vielleicht oder so. Eine Lieferaufgabe, das solltest du wohl alles haben, Kollege. Geldverleiher. Ist auch nicht so wichtig, der Typ. Okay. Nee, da. Wir können auch ein paar Last bauen, aber der kostet halt 5000 Unterhalt. Das ist ganz schön krass, ne? Kostet mir ja eine Mio, das ist so heftig. Aber ein Palast ist halt geil. Weltausstellungsfundament. Ich hätte fast Bock, die Weltausstellung hier auf so eine Insel zu ballern. Irgendwie sehe ich mich da. Warte, was? Oh, ich kann die Zuckerrüben-Dings machen. Aber ich habe halt die Fruchtbarkeit nicht. Für Zucker. Ich kann halt... Oh, ich kann halt komplett... Nee, was macht der denn? What? Bei der Produktion Schokolade, was macht der denn? Bufft Gebäude innerhalb des Radius. What? Mann, Anne, ich habe doch gerade mit dir hier Schmeichel-Techtel-Mächtel gemacht. Was soll denn das? Frech. Der ist komplett neu. Bufft Gebäude innerhalb des Radius. Womit? Nee, der macht Schokolade einfach. Holy shit. Das ist einfach die Schokoladenfabrik sozusagen. Ein bisschen komisch hier aufgeschrieben. Okay, Kakao muss ich halt trotzdem holen. Ich kann halt hier jetzt dann Zuckerrüben machen. Und den Zucker, okay. Kakao muss ich trotzdem holen. Und Milch. Da ist endlich mal eine Verwendung für die Milch, die ich schon seit 100 Jahren produziere. Und nicht brauche. ...2500 Unterhalt und 200 Arbeitskraft. 1000 Unterhalt, das mache ich schon. Und 250. Du brauchst aber... Oh, die ist aber schnell, die Zuckerfabrik hier. Das heißt, du hast 15 Sekunden, ne? 15 Sekunden Zucker. Dann kannst du den in Strom stellen.
Nee, der braucht Strom. Dann kannst du davon zwei machen. Wenn du aber in 15 Sekunden Zucker herstellst, brauchst du ja 8 Farmen von denen hier. Das heißt, da bist du auch nochmal $2000 los. Nice. Es ist halt mega teuer im Unterhalt, ne? So, was kostet das? Ich weiß aber nicht, was es in der neuen Welt kostet. Warte mal. Also Wartungskosten 10. Das ist schon mal eine Hausnummer im Vergleich zu 1000. Wartungskosten 50. Das ist doch allein vom Preis her in keinem Verhältnis zueinander. Weiß ich nicht. Ja, das werde ich nicht oben machen. Schade. Vielleicht später irgendwann mal, wenn man sich das anguckt oder so, oder wenn man sowieso ausreichend Geld hat, dann kann man darüber nachdenken, aber... Weiß ich nicht. Das ist halt so teuer. Ich meine, ja, ich weiß halt auch, dass man später halt echt viele Zehntausende, 10K da im Plus ist. Dann ist das halt egal, ne? So, dann kann man das einmal ausprobieren, weil es halt einfach auch ganz cool aussieht, so mit Zuckerrübenfarm. Wobei ich noch gar nicht weiß, wo ich dieses Saatgut herkriege oder ob ich das Saatgut machen muss oder wie das geht, keine Ahnung. Das müssen wir dann sowieso mal gucken. Beeinflusst alle Restaurants. Ah. Gelehrtenhaus. Seewurf wie dich denkt wie einer von uns. Tagebau, Metzgerei. Auch alle Restaurants. Beeinflusst Schäferei und Ziegenfarm. Minus Arbeitskräfte, Ziegenmilch und Wolle. Wozu brauche ich Ziegenmilch in der alten Welt? Das macht nicht ganz so viel Sinn. Nee, den will ich auch nicht. Beeinflusst alle Tierhöfe. SR. Nee. Kontordude. Kriegsschiffe. Nee. Schade. Er hat irgendwie nicht so gute. Nee, ihn suche ich nicht. Wenn, dann hat doch sie das Saatgut irgendwie. Vielleicht kann man das da kaufen. Mal gucken. Es fehlt nur noch. Okay, also, ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Also das hier macht ja noch halbwegs Sinn, ne? Wenn du halt den hier baust, der ist ja dann der Schokoladendude. Au, der produziert aber nur in 4 Minuten. Oh. Ja, das sind so Informationen, die stehen hier nicht. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich aufgedröselt. Okay, weil der ja deutlich billiger ist, aber der produziert halt auch viel langsamer. Also sehr viel langsamer.